Ja, hallo ihr Lieben, seid gegrüßt am zweiten Messetag hier in Eigenzell bei Günther Caravaning. Und ja, die Firma Günther hat alles daran gesetzt, auch für die Wintercamper etwas zu geben. Es hat eben sogar schon etwas geschneit. Also wir tun alles, um jedem gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz, der zweite Messetag beginnt und wir freuen uns auf euren Besuch. Aber jetzt zeige ich euch erst einmal die ganze Belegschaft der Firma Günther. Kommt einfach mit. Ja, der zweite Messetag beginnt heute hier in Eigenzell bei Günther Caravaning. Das gesamte Team heißt euch herzlich willkommen und viel Spaß beim zweiten Messetag. Danke, haben wir. Ja, auch das gesamte Team hier vom Fritz Berger Shop heißt die Zuschauer recht herzlich willkommen für den zweiten Messetag. Yay! Ja, die Glaskapelle der Zell ist bereit für den Camper Frühschoppen. Auf geht's! Ja, für den Camper Frühschoppen ist alles angerichtet. Auch wer möchte, kann auch hier bei Kuchen und Kaffee das Ganze genießen. Die Musik spielt auf und wir lauschen einfach mal ganz kurz hinein. Ja, und ich nehme euch mit weiterhin über das Messegelände. Ja, die Kerzeller Blasmusik spielt für euch weiterhin auf und wir genießen natürlich bei einem schönen Frühschoppen das Bier und die Räumlichkeiten füllen sich. Der Frühschoppen wird natürlich gut angenommen. Ja, wie das Kulinarische sieht lecker aus. Alles da, Kaffee und ich habe natürlich auch erst einmal so ein paar Dinge davon versucht. Das gehört dazu. Man hat mir an dieser Stelle sogar ganz frisch eine Waffel zubereitet. Sehr lecker. Vielen Dank. Ja, die Waffel habe ich mir an dieser Stelle natürlich schmecken lassen. Und danach bin ich mal rübergegangen, habe mir einen Überblick verschafft, was der Verkauf, der Verlosung, der Lose, wie der Stand der Dinge ist. Und dazu werde ich die Nathalie mal fragen. Hier ist die Nathalie, die die Lose verkauft. Was gibt es heute zu gewinnen? Es gibt heute eine super Klimaanlage zu gewinnen. Und kommt doch gern vorbei bei Günther Caravaning und versucht euer Glück. Ja, und heute Abend ist dann die große Ziehung. Genau. Und wir freuen uns schon und verkaufen weiterhin schöne Lose. Die Trommel füllt sich. Ja. Alles klar, dann bis heute Abend zur Ziehung. Bis heute Abend. Tschüss. Ja, was kostet ein Los? Ein Los kostet 5 Euro. Und der Erlös, der wird gespendet, es geht an einen guten Zweck. Und ja. Ja, prima. Alles klar, dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Ja, solange wie in der Halle der Frühschoppen, der Camper Frühschoppen stattfindet, möchte ich die Zeit mal nutzen
und euch dieses Fahrzeug noch einmal präsentieren. So fing früher alles an. Der Wohnwagen, ja, eckig, kantig. Und wie der Wohnwagen von innen aussieht, das zeige ich euch jetzt aber auch mal. Ja, dieser Wohnwagen ist Baujahr 84. In 84 war das so das Highlight. Und kantige Ecken. Ich gehe jetzt mit euch einfach mal in das Fahrzeug hinein. Es hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan. Und auch die Eingangstür sehr klein. Aber auch irgendwo schnuckelig. Die Inneneinrichtung und Standheizung sah vielleicht ganz früher dann so aus mit der Wärmflasche. Nein, auch dieser Wohnwagen hatte damals schon eine Standheizung, den Kühlschrank, aber alles einfach natürlich für die damaligen Verhältnisse. Wenn man in die heutigen Fahrzeuge reinschaut, wo doch sehr viel Luxus und auch Qualität und alle Dinge verbaut sind, merkt man natürlich den Unterschied. Das wäre die Toilette gewesen. Okay, dann schauen wir uns die Fahrzeuge an, die hier bei Günther Caravaning in der Ausstellung stehen. Ja, gerade habe ich mit euch noch in dieses schöne nostalgische Fahrzeug geschaut. Aber in der heutigen Zeit hat man natürlich den Wohnwagen mit einem Mover ausgerüstet. Und hier bei mir ist die Tanja Bott, hallo. Und die Tanja ist für was zuständig? Ich bin im Servicebereich zuständig, für Garantiefälle. Ich mache Angebote, alles, was das Herz begehrt. Jedes Anliegen des Kunden. Prima. Und wir haben hier ein Modell von einem Mover XT, um Wohnwagen von heute zu rangieren. Und das wolltest du uns mal kurz demonstrieren. Genau, ja? Genau. Du hast die Fernbedienung, die ist richtig eingeschaltet. Genau. Jetzt fahren wir ja den Mover in dem Sinne ran, der ist ja automatisch. Jawohl. Ja, jetzt hast du den Mover aktiviert, dass er ans Rad beifährt. Genau. Und hier haben wir natürlich jetzt nur einen kleinen Anhänger als Modell sozusagen. Aber wir sind ja klar, beim großen Wohnwagen auf dem Campingplatz erleichtert das die Sache allgemein. Richtig. Wunderbar. Richtig, ne? Ja. Jetzt kannst du mal den Zuschauern mal zeigen, wie du mit dem mal rangieren kannst. Ja, so kann man, wie gesagt, auf dem Campingplatz seinen Wohnwagen an die Parkposition rangieren. Genau. Und wer das nachgerüstet haben möchte, kann bei euch hierher kommen und kann natürlich sich das einbauen lassen. Genau. Ja, dann zeige uns doch noch mal, wie wendig das Ganze ist. Ja. Viele sind ja zu zweit nur unterwegs. Also man kann gerade bei einem Einachser sich auf der Stelle letztendlich drehen. Aber bei einem Tandem-Wohnwagen, ich fahre selber ein Tandem, ja, von daher kann ich nur den Mover XT4, also für alle Räder, bevorzugen und auch euch empfehlen. Da ist man dann noch ein bisschen flexibler. Mhm. Und ja, es ist also ganz, ganz einfach. Aber wo liegen wir jetzt preislich, wenn man das nachrüsten lassen möchte? Der liegt bei 2.900 Euro. 2.900 genau, Euro? Inklusive Einbau. Genau, also da ist alles dabei. Genau. Ne? Der Tandem jetzt zum Beispiel, der 4x4, der kommt auf 3.1 inklusive Einbau. Genau. Ne? Prima. Ja, dann Dankeschön für diese kleine Präsentation. Gerne. Und wir schauen auf der Messe weiterhin uns um. Genau. Mercedes Wohnmobil mit Weinsberg. Schauen wir auch noch mal kurz rein.
ist also auch eine schöne Ausstattung. Ja, dieses Fahrzeug stelle ich euch zunächst einmal von innen als erstes vor. Und schönes Panoramadach, wie wir hier sehen. Die Fahrgastzelle. Und man sieht natürlich, dass hier ein VW darunter steckt. Das sei schon mal verraten. Aber das sehen wir dann im Nachgang. Ja, hier oben ein weiteres schönes Panoramadach mit vielen Staufächern und der Sitzgruppe, die wir hier sehen. Auch ein versenkbarer Fernseher, die große Aufbautür. Hier oben das Bedienpanel, wo man alle Stände ablesen kann, Batterie, Wasserversorgung. Und wir haben auch, vielleicht kann man das noch an der Stelle erwähnen, von Oyster die SAT-Anlage verbaut. Spiegel im Eingangsbereich. Dann haben wir die Küchenzeile, die ich noch mal hier zeigen möchte. Überall Softclose, schöne große Schränke, Besteckkasten. Und ein weiterer Schrank neben dem Küchenblock. Dann haben wir den Kühlschrank mit auch einem großen Eisfach oben drüber. Auch im unteren Bereich wieder noch ein Fach und der Schlafplatz. Dann das Bad. Die Toilette. Man kann die Toilette dann auch hier absperren. Ich mache das jetzt nur mal so ein Stückchen. Moment, das kriegen wir gleich noch mal schöner. Ja, wenn wir die Duschkabine hier schließen, dann haben wir natürlich auch eine Dusche generiert. Und ansonsten kann man den ganzen Raum als Toilette nutzen. Ja. Auch schöne Schränke mit Beleuchtung. Und jetzt gehe ich mit euch raus und zeige euch das Fahrzeug noch mal von draußen, beziehungsweise hier schon mal ein paar technische Daten, die ich versuche für euch hier abzubilden. Und ja, jetzt zeige ich euch dieses Fahrzeug mit einer wunderschönen Markise, auch hier von draußen, vom Außenbereich. Wir haben den Knaus als Sondermodell für 106.000 Euro. Ja, die Messe gut besucht, trotz schlechtem Wetter. Kommt hierher nach Eigenzell. Hier stehen noch weitere Fahrzeuge in der Ausstellung. Ja, die Kinder haben ihren Spaß bei der Hüpfburg und ich gehe weiter mit euch über den Messeplatz. Das Wetter schlägt wieder um und die Sonne lacht. Ja, die zahlreichen Besucher sind recht interessiert an Wohnwagen, Wohnmobile. Es wird alles genau inspiziert und nette Gespräche auch geführt. Ja, alles in allem schon auch ein gelungenes Wochenende. Auch bei der Fahrzeugvermietung wird reichlich gebucht. Ja, der Frühschoppen ist vorbei, der Camper-Frühschoppen. Und ich bin jetzt hier am nächsten Stand, hier auf der Messe bei Günther Caravan. Und hier bei mir ist die? Mein Name ist Sabine Helbing. Ja, du hast hier einen wunderschönen Messestand. Und mir ist das hier ins Auge gestochen, diese Taschen. Diese Taschen habe ich auch mit verschiedenen Camper-Logos. Und
da kann man natürlich auch, gerade wenn man dann in den WC-Bereich geht, Dusche geht, alles mitnehmen, was man benötigt. Und kann man auch bei dir am Stand die Logos draufsticken lassen, was man möchte? Auch, ja. Hier nicht am Stand direkt, weil ich ja keine Stickmaschine dabei habe, aber Aufpassarbeiten werden auch von mir durchgeführt. Ja, dann erzähl doch am besten mal unseren Zuschauern, was du alles machst. Also ich mache eigentlich alles, was in den Näh- und Stickbereich fällt. Ja, von Kindersachen bis über Taschen, Kissenbezüge, Decken, Utensilos für Camper und Wohnmobile. Alles individuell, auch nach Rücksprache mit den Kunden. Und es kann auch individuell beschriftet werden mit Namen oder Wunschmotiven. Ah ja. Ja, das ist natürlich wunderbar. Ja, also kann jeder so ein bisschen sein Motiv auch finden. Ihr könnt da individuell die Wünsche erfüllen. Ja, genau. Wenn der Kunde sagt, was er haben möchte, kann man danach suchen und kann ein Wunschmodell vorstellen, was ich zur Verfügung stellen kann und kann das dann bestickt werden. Okay. Wo seid ihr denn ansässig, wenn jemand nach der Messe vielleicht Kontakt mit euch aufnehmen will? Wir sind aus der Nähe von Alsfeld und ich bin momentan nur telefonisch erreichbar mit der Handynummer. Und oder über meinen Mann hier bei Günter Karawaning, der ist hier beschäftigt, kann man auch gerne Wünsche äußern. Also den Kontakt direkt, aber auch über die Firma Günter. Ja. Jawohl, prima. Dann blende ich einfach nochmal so rum. Ich darf das einblenden. Ja, gerne. Gut, dann blende ich hier auch mal die Telefonnummer ein, wenn ihr da weitere Fragen habt. Und dann noch einen schönen Verlauf der Messe. Danke. Dankeschön. Ja, das Camper-Frühstück ist vorbei. Der Frühschoppen und mittlerweile füllt sich auch hier die Halle. Die Sonne scheint. Wir haben doch noch ein bisschen Sonne abbekommen und nehmen euch mal mit raus. Also zahlreiche Besucher haben doch den Weg noch hierher zu Günter Karawan bei mittlerweile sehr schönem Wetter gefunden. Es gibt heute natürlich wieder eine Verlosung, die durchgeführt wird. Also bleibt noch ein bisschen dran. Und es geht. Die Ziehung ist dann heute Abend. Ja, ich gehe gerade noch mal mit euch hier raus und schwenke noch mal über den gesamten Platz. Auch hier herrscht großer Andrang. Ja, nicht nur für die Messetage, sondern auch darüber hinaus stehen alle diese Fahrzeuge da und können besichtigt werden. Natürlich an dem heutigen Tag alle für euch geöffnet. Ja, auch heute hier wieder bei Günter Karawaning die Polizei, die Verwiegeaktion für die Karawans macht. Und wir werden jetzt einmal das Gespräch suchen. Ja, jetzt haben wir mal hier im Polizeifahrzeug Platz genommen. Hier bei mir ist der? Jürgen Gleitzmann. Jürgen Gleitzmann. Zunächst einmal um die Position. Sie haben ja viel auf was genau sind Sterne auf der Schulter. Genau. Ja. Ich bin erster Polizeihauptkommissar und leite die Autobahnpolizei Bad Hersfeld. Ah, dann haben Sie natürlich auch viel Erfahrung, wenn man auf den Autobahnen die Kontrollen macht. Heute hier bei Günter Karawan verwiegen Sie die Fahrzeuge. Mit welchen Fragen kommen die Teilnehmer zu Ihnen? Die Camper wollen natürlich wissen, wie schwer ist mein Fahrzeug? Bin ich vielleicht schon an der Grenze? Habe ich noch Luft zum Beladen? Bin ich zu schwer? Und die am meisten gestellte Frage ist eigentlich, wie viel darf ich überladen? Na, und da gibt es einfach nur eine Auskunft, am besten gar nichts. Ja, ja. Ja, wir haben ja gestern auch schon mit dem Kollegen für Wiegeaktionen mal hier schon gefilmt. Und bei manchen ging das schon sehr an die Grenze heran. Man hat ja bei manchen Herstellern, bei manchen Fahrzeugen natürlich die Möglichkeit aufzulasten. Ich persönlich empfehle immer ein Fahrzeug bis
zum Möglichen aufzulasten, damit ich eben nicht in diese Problematik komme. Wie sehen Sie das? Sehe ich genauso. Na, wir sind dann auf der sicheren Seite. Sobald Sie Deutschland verlassen, egal in welche Himmelsrichtung, werden die Gewichte sehr kritisch durch die dortigen Kollegen geprüft und sanktioniert. Und um da einfach kein Risiko einzugehen, sagen wir, wie Sie auch, einfach auflasten und wenn es geht. Erfordert natürlich entsprechend einen Führerschein. Mhm. Wir Älteren, wir zwei, haben da keine Probleme mit dem alten Dreierklasse-Führerschein. Ja, ja. Aber mit einer B ist halt bei 3,5 Tonnen Schluss. Ja, zurzeit ist ja noch 3,5 Tonnen. Ja. Das soll ja, glaube ich, auf 4,25 aufgelastet werden. Aber das ist noch nicht verabschiedet. Ja, führerscheintechnisch habe ich sowieso alle Führerscheine. Von daher könnten wir auch große Mobile fahren. Aber Sie haben ja gerade auch angesprochen, wenn wirklich jetzt im Ausland, man will vielleicht nach Spanien oder in die andere Richtung, nach Kroatien fahren. Andere Länder sanktionieren das, glaube ich, ein bisschen stärker als hier in Deutschland, oder? Ja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Und wer nach Österreich fährt oder durch die Schweiz, der sollte sich wirklich vorher genau über seine Gewichte informieren. Einfach mal auf eine Waage fahren. Diese kostenlose Verwiegenmöglichkeiten hier vom PPO-Test, die wir heute einfach nutzen, um mal zu schauen, wo liege ich eigentlich. Ne? Und das ist eigentlich schon die halbe Miete für eine sichere Fahrt ins Ausland. Ja. Ja, viele scheuen natürlich in erster Linie diese Wagen und denken, oh, jetzt hier bei Günther Caravaning, wenn ich jetzt da drauf fahre und ich bin zu schwer, dann werde ich sanktioniert. Also ich denke, der heutige Tag ist ja nur zur Information und dass man dann für die Zukunft reagieren kann, weil die Camping-Saison 24 geht ja jetzt erst los. Und Sie haben es gerade angesprochen, Österreich oder eben andere Länder, wo ganz einfach auch die Sanktionen etwas höher sind wie bei uns hier. Aber was machen Sie mit Fahrzeugen, die jetzt wirklich 100 oder 200 Kilo zu viel sind? Da sind wir wieder bei der Frage, warum ist die Polizei heute hier? Oder warum geht die Polizei zu Karawanenherstellern bei solchen Messen, um einfach diesen Konflikt, der auf der Autobahn entsteht, über 200 Kilo zu diskutieren, wo lasse ich die überhaupt, gar nicht entstehen zu lassen. Na, also wir wollen einfach hier mit den Leuten ins Gespräch kommen und diese Problematik bei einer Kontrolle auf der Autobahn gar nicht aufkommen lassen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz so ein bisschen die Sanktionen mal kurz erläutern, wenn wirklich jemand überladen hat. Gibt es Punkte, wie liegen da die Ordnungswidrigkeiten? Es gibt einen Bußgeldkatalog und es geht von 10 Euro los und wenn man dann deutlich überladen ist, auch in den Punktbereich. Ne? Gut. Aber man soll wirklich nicht überladen fahren. Ja. Das ist das, was wir den Leuten hier raten. Jawohl, dann bedanke ich mich für diesen kurzen Beitrag. Also, ihr habt es gehört. Jetzt blende ich mich auch noch mal kurz ein. Wenn ihr durch andere Länder fahrt, es kann noch härter sanktioniert werden, also nutzt die Chance. Wenn wir sind heute noch hier in Eigenzell oder eben irgendwo, wo man eine mobile Waage oder eine Waage hat, dann bedanke ich mich. Danke. Gerne. Ja, die Verwiegeaktion, wirklich eine Sache, die man ernst nehmen sollte. Ich gehe mit euch noch mal an der Hüpfburg vorbei und nehme euch jetzt mal mit in den Berger Shop, der auch hier reichlich besucht ist. Ja, wir sind jetzt hier im Berger Shop, der reichlich besucht ist. Und hier bei mir ist nochmal die Nadja Jürgen. Ich darf dich schon mal vorstellen. Ja, was ist heute so bei dir los hier im Laden? Es ist wunderbar viel los, es ist super Resonanz hier im Laden. Die Leute kommen, sie kaufen, sie bestellen, sie finden es hier toll, wir kriegen nur gute Rückmeldungen. Ich kann mich nicht beschweren, es darf gerne so weitergehen. Ja, auch für die Erstausstattung habt ihr alles da. Jawohl. Also, wenn ihr Fragen habt, du und deine Kolleginnen, ihr seid die Ansprechpartner. Wir sind immer für euch da, genau. Alles klar, danke. Bitte. Ja, hier nochmal ein Blick von hier oben und das darf natürlich auch nicht fehlen, das sogenannte Schwalbennest. Ja, die Firma Günther Caravaning hat jede Menge Auszeichnungen für ihre gute Qualität an den Fahrzeugen.
Ja, der Wind geht natürlich, aber die Besucher sind dennoch vorhanden. Die Interessen sind sehr groß und wir werden noch mal mit euch über den Platz gehen, um weitere Dinge einzufangen. Ja, viele Besucher sind hier, sind überall in den Fahrzeugen. Ein großes Treiben. Und wir schauen weiter. Ja, wir gehen weiterhin über das Betriebsgelände. Auch hier nochmal ein Blick von oben, den gesamten Überblick. Und wir fangen weitere Stimmen zu dem Messetag ein. Ja, auch der Thermomix darf nicht fehlen. Ja, jetzt sind wir am nächsten Messestand hier bei Günther Caravaning und ihr seid hier mit einem Produkt. Was genau habt ihr? Man kann es zwar erkennen, aber ich frage euch mal genau. Ja, wir sind mit dem Thermomix vertreten und zeigen, was er alles kann und haben gerade geeisten Kaffeeschaum gemacht. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne mal kosten. Dann nehme ich mir gerne mal sehr einen gerne weg. Ja, gerade im Campingbereich ist das ja auch eine schnelle Lösung, mal für zwischendurch irgendwas Leckeres zuzubereiten. Wo seid ihr denn ansässig? Genau, also ich bin in Bad Sohn-Saalmünster ansässig und meine Kollegin, wie heißt der Ort? Hünfeld, Entschuldigung. Aus Hünfeld. Wir sind in Hünfeld ansässig. Okay, genau. Ja, prima. Ja, dann schon mal vielen Dank für das Produkt und wenn ihr Näheres wissen wollt, dann einfach herkommen auf die Messe oder habt ihr eine Adresse, die man hier noch angeben kann? Ja, einfach googeln nach uns, nach den Orten im Grunde, Kerstin Höchstmann, Bad Sohn-Saalmünster und die Alles Steffi Landgraf in Hünfeld. Ja, dann probieren wir schon mal. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Danke. Sehr schön, danke. Ja, dann blende ich hier noch einmal die Ansprechpersonen ein, wenn ihr weitere Fragen zu Thermomix habt. Ja, der nächste Stand hier auf der Messe bei Günther Caravaning. Wir haben gestern schon mal kurz über den Stand gefilmt, aber jetzt ist er besetzt und hier bei mir ist... Ich bin die Alena Out und ja, ich liebe Schimago. Ich reinige sehr gerne meine Produkte mit Schimago, weil es einfach simply clean ist. Ja, das Thema stellt sich ja gerade in Campern, ja, ob genau. Das jetzt Wohnmobil oder eben Wohnwagen oder das Fahrzeug generell. Was für Produkte oder was ist die Besonderheit an euren Produkten? Die Besonderheit ist die Langlebigkeit und die deutsche Produktion bei uns. Wir haben verschiedene Produkte für den Bereich Caravan. Wir haben hier zum Beispiel ein kleines Set, das ist gerade geeignet für die Kunststoff. Fenster beim Wohnwagen, beim Wohnmobil, da muss man ja schon vorsichtig mit umgehen, gerade weil es Kunststoff ist. Dann haben wir, weil das Ganze ja ziemlich hoch ist, haben wir hier vorne unser Teleskopstiel. Den kann man bis zu 2 Meter ausfahren, hat hier oben den Einwäscher dran, der den Schmutz sehr einfach lösen kann. Und passend dazu haben wir natürlich den Caravan-Reiniger, den nimmt man verdünnt an und reinigt von unten nach oben die ganzen Flächen einmal ab. Ja, wunderbar. Wie sieht das aus? Ihr seid natürlich jetzt heute hier auf der Messe. Genau. Wo kann man denn euch sonst noch, wenn die Messe vorbei ist, erreichen? Ja, wir haben einen Online-Shop oder ihr könnt uns telefonisch erreichen per WhatsApp. Ich selber komme aus Mittelkalbach, meine Kollegin von der Dönges-Mühle, die Annika Hambach. Das ist ja aus unserer Region, wo ich auch herkomme, von daher ja. Kurze Wege. Kurze Wege, genau. Also wir sind immer erreichbar, bei uns kann man jederzeit bestellen. Und wir machen gerne Einzelberatungen, Vorführungen direkt vor Ort, um einfach direkt am Wohnwagen, Wohnmobil das Ganze einmal zu testen. Ja, wir blenden die Adresse gleich nochmal an und ich schwenke mal ganz kurz über den Messebereich. Dann vielen Dank für diesen kurzen Vortrag. Ich habe auch zu danken. Ja, wir sind jetzt wieder an der Verlosung am zweiten Messetag.
hier bei mir wieder Johannes Günther mit der Nathalie als Glücksfee und auch die Katrin Günther. Wir verlosen heute, was genau haben wir hier liegen? Ja, Harald, erstmal schön, dass du wieder da bist und dass du auch heute alles medial wieder begleitet hast. Ich denke, auch da werden die Leute sich freuen dürfen, deine Follower und natürlich auch die es noch werden wollen. Und du unterstützt uns natürlich auch heute wieder bei der Verlosung. Und heute haben wir was wirklich richtig, richtig Gutes wieder, auch für sehr, sehr viel Geld. Eine Dometic Dachklimaanlage FJX4, so heißt das neue aktuelle Modell. Und jeder, der sich so eine Anlage wünscht, der hat natürlich mitgemacht, konnte bei der Nathalie, die war heute wieder ganz, ganz fleißig unterwegs, ein Los kaufen für 5 Euro. Wir werden den Erlös aus dieser Tombola, und wenn ich da reinschaue, ist das auch nicht gerade wenig, werden wir wieder sehr, sehr gerne spenden an guten Zweck. Und alle eben, die so ein Gerät gerne haben möchten, die können es natürlich bei unserem Kundendienst kaufen und einbauen lassen, aber natürlich jetzt an dieser Stelle auch gewinnen. Und da wollen wir zur Tat schreiten und wollen die Gewinnerin oder den Gewinner jetzt an dieser Stelle auslosen. Ja, dann schreiten wir zur Tat. Ich räume das Feld. Die Glücksfee darf beginnen. Genau, erstmal werden wir hier noch mal ein bisschen die Gewinnkarten mischen. So. Dann wird die Losbox wieder geöffnet. Und die Glücksfee greift hinein. Irgendwo ganz tief unten. Die Karte wird gezogen. Wer hat gewonnen? Gewonnen hat der Thomas Reit aus Ebersburg. Thomas Reit aus Ebersburg. Der Thomas Reit aus Ebersburg, ist er noch hier in der Halle? Nee. Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Dann gut, alles klar. Dann schicken wir dem Gewinner den Preis zu. Genau, dann herzlichen Glückwunsch. Erfahren. Und wir sagen natürlich alle herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas Reit, zu deiner neuen Dometic Dachklimaanlage. Prima, Dankeschön. Ja, wir sind am zweiten Tag der Messe angekommen und sitzen hier in einem schönen Tapot-Wohnwagen. Hier bei mir wieder die Geschäftsleitung. Ich fange mal mit der Katrin an, der Johannes. Zunächst einmal die Frage, wie waren die letzten beiden Tagen? Ja, wir sind einfach überwältigt, um das kurz auszudrücken. Also wir hatten riesige Resonanz in allen Bereichen, im Shop, im Fahrzeugverkauf, im Interesse auch an den Fahrzeugen, an der Urlaubsform, in der Vermietung. Also wir haben Mietverträge abgeschlossen ohne Ende und auch fürs leibliche Wohl, alles, was wir da gesorgt haben, da ist richtig Zuspruch. Da haben die Leute, die haben sich's einfach gut gehen lassen, sie haben das genossen bei uns und wir sind wirklich überwältigt, so kann man es ausdrücken. Ja, ich bin ja über den Messeplatz sozusagen hier auf dem Betriebsgelände gegangen, konnte viele Stimmen auch hier und da einfangen. Ja, die Leute fragen nach, die neue Urlaubssaison 24 steht jetzt in den Startlöchern, auch wenn hier und da das Wetter ein bisschen, ja, auch mal hat regnen lassen, aber das gehört auch mal mit dazu. Ja? Genau, und das Wetter war jetzt so der einzige Punkt, wo wir für die Zukunft echt ein bisschen Optimierungsbedarf haben, aber da werden wir alles versuchen, damit es vielleicht irgendwann auch mal 2 Stunden am Stück nicht regnet. Das wäre halt auch mal schön. Für alle diejenigen, die jetzt an diesen letzten beiden Tagen hier nicht auf die Messe kommen konnten, deswegen auch hier über YouTube die Beiträge oder aber gerne noch im Nachgang hier vorbeischauen, anrufen, nochmal ganz kurz die Adresse bekannt geben, Telefonnummer vielleicht, dass wir die mal kurz erwähnen. Ja, also kommt gerne zu Günther Caravaning am Eichenzeller Weg 14 in 36 124 Eichenzell oder ruft an auf der 06659 918 92 und die 0 oder auch gerne die 14, dann habt ihr mich direkt. Oder auch gerne per E-Mail, entweder über die info@günthercaravaning.de oder direkt über unsere E-Mail, die auch gerne auf der Homepage nachgucken könnt. Ja, wunderbar. Und mit diesen Worten, denke ich, verabschieden wir uns hier vom zweiten Messetag aus Eichenzell und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.